Da sind wir wieder zum kurzen Qualifying hier aus Kanada im Regen von Montreal. Wollen wir natürlich unsere erste Poly-Saison holen und ja, mal gucken. Das ist das große Ziel. Wir wollen eine Pole holen und mal gucken, was das Wetter betrifft. Also mein Ziel ist es natürlich, wie gesagt, wenn es jetzt auf Inters geht, mit Medium zu starten im Rennen. Naja. Und es sieht wohl so aus. Und deswegen fahre ich auch mit dem trockenen Setup. Ja, wir versuchen natürlich erstmal das Auto auf der Strecke zu halten. Hoffentlich funktioniert. Also Pole ist heute das große, große Ziel. Das wollen wir heute irgendwie versuchen klar zu machen. Die Frage ist, schaffen wir es? Oder landen wir wieder nicht in der ersten Reihe? Das haben wir zwar jetzt verkackt in Australien. Das beim letzten Versuch möglich gewesen, da waren wir, glaube ich, ein bisschen weit draußen und in Bahrain. Naja, mal gucken. Naja, schauen wir mal, was heute drin ist. Oh, das ist aber arschrutschig gerade. Der ist aber rutschig. Hallöchen. Jetzt ist aber glatt. Muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht rausrutschen. Hinter uns einer der beiden Williams. Ja, das könnte heute. Nachdem wie das heute wird, könnte es nochmal dramatisch werden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier zu weit rauskommen. Ob der Williams, der hinter uns fährt, der fährt nämlich auf einem. Ja, der ist Abstand. Der fährt wahrscheinlich auf Mass Setup oder beziehungsweise irgendwie eine andere Einstellung. Ich fahre auf einem rein trockenen Setup bezüglich morgen. Im Rennen. Weil wir ja morgen ein Rennen im Trockenen fahren wollen. Wir wollen ja auf Medium starten. Hier sind wir übrigens komplett Abstand. Sehe ich gerade, das könnte Wasser gewesen sein. Es wird Wasser gewesen sein. Aber ich glaube, der hat nämlich einen roten Helm. So, also, gute Viertelstunde haben wir noch. Etwas mehr, weil wir natürlich klar 18 Minuten nur kurz qualifying. Der Ferrari da neben mir, darf mal bitte sich gerade ziemlich verkrümeln. Dankeschön, mein Freund. Das ist super, dass du mir da den Platz lässt. Ja, schon was hin heute. Bestzeit, erster Sektor, aber ich denke, das ja, wird schwierig werden. Wir kommen hier nämlich nicht wirklich klar mit dem trockenen Setup im leichten Regen aus Kanada. Das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, nächste Woche geht es nach Belgien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es müssten dann jetzt Belgien, Italien und Ungarn, glaube ich, kann sein, dass es auch Ungarn ist. Ja. Ungarn, Belgien, Italien, das müssten die nächsten drei Rennen sein. Da müsste auch mal in Russland kommen. Und dann müsste auch irgendwann das Finale Brasilien sein. Aber egal, das ist nicht unser Thema. Müssen wir gucken heute. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das freie Training. Das freie Training, das Qualifikationstraining hier aus Kanada. Im leichten Regen bis Zeit von Carlos Sainz. Den habe ich, also, ich habe jetzt nicht auf seine Zeiten geachtet. Reicht das, um mir seine Pole abzunehmen? Ja. You've just put in the fastest lap. Good job. Dann ist es tatsächlich George Russell, der Williams-Pilot, der hinter uns war. Wir können natürlich auch mit Mediums ein bisschen Gas geben, weil wir die Reifen natürlich im Rennen nicht brauchen. Alexander Albon, 1:24.1, knapp vor, nach da vorne. Ein bisschen, 24:1, Lando Norris, der mal nachlegen will. Ja, kommt dann, dass die Ferrari ziehen.
weil unnötig im Weg stehe ich nicht. Was für Vettel ist es momentan? Wir haben momentan diesen Abo-Platz 3 und das ist es einfach. Also versuchen wir nochmal nachzusetzen. Vorne momentan Norris zu Albon und dann erst wir auf dem dritten Platz. Also müssten wir wieder aus der zweiten Reihe, statt jetzt aus der zweiten Reihe, den Angriff nehmen, auch wieder auf den unseren zweiten Rennsieg. In Bahrain hat es ja wunderbar funktioniert. Da haben wir es ja dann doch am Ende hingezaubert bekommen. Aber wie gesagt, das müssen wir gucken, wie es hier in Kanada läuft. Mein Ziel ist es natürlich, wie gesagt, unsere Pole zu holen. Best lap so far is a 1 minute 24.2. So, okay. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen was nachliefern. Noch mal ein bisschen liefern. Es wird auch so bleiben vom Wetter her. Also momentan sind wir eigentlich nicht schnell dabei. Fünfter jetzt sogar nur noch. Also würde jetzt momentan nicht reichen für eine absolute Besser. Die Frage ist, wie weit ist denn der Abstand da hinten ungefähr? Der Abstand da vorne, Entschuldigung, 0,6 Sekunden. Okay, dann müssen wir nochmal nachlegen. Das ist nochmal ein bisschen strecken. Ricciardo momentan der Schnellste, der kann aber auch regen. Genauso wie Vettel. Norris und Albon. Ja, das wäre eine harte Nuss da vorne. Vor allem Ricciardo. Muss man mal gucken. Wir müssen also nochmal auf die Strecke nochmal nachlegen. So. Jetzt sogar nur 6er, weil sich da noch einer mit dazwischen geschoben hat. Die Frage ist, wer? Wir haben noch gute 11 Minütchen. Die wollen wir natürlich noch nutzen. Also 6er Platz wäre natürlich meiner Meinung nach eine Katastrophe für uns. Das wollen wir natürlich ein bisschen besser machen. So, rechts sehen wir uns ist jetzt noch ein Auto. Das ist jetzt ein... Ist das Kimi? Charles Leclerc, Bestzeit. Ja, na, haben wir noch eine. Ja, es ist uns... Kimi gewesen. Also, Lewis, schneller, 22,5. Also da 1,7 Sekunden, oder? Wenn er scheint die Strecke extrem abzutrocknen, oder wir verkacken es gerade richtig. Sind wir dann noch nur Platz 8. Und versauen uns gerade so ein bisschen wieder jetzt das komplette Rennwochenende. Lewis is currently putting in some fast laps. He's just moved up to pole. Ja, natürlich, klar, aber die Frage kann auch sein, dass die Strecke so, doch so viel trockener wird, dass es funktioniert. Wir haben noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten. Wir sind momentan sogar nur 9 da. Also ihr seht gerade oben links die Zahl, die sieht nicht gut aus. Dann eben auf Platz 3, als wenn ihr da wirklich komplett im Verkehr von Facings. Und 9. Platz ist definitiv für mich eine Katastrophe. Und das ist mein Ziel, das ist ein bisschen zu verbessern. Und deswegen versuche ich nochmal auf eine schnelle Runde jetzt zu gehen. Und, das ist es, genau was ich meine. Vielleicht haben wir doch nochmal Glück, nochmal eine trockene Runde zu setzen. Wenn der Regen nochmal nachlässt. Ja, leichter Querschnitt, ja, das könnte Zeit gekostet haben. Noch läuft die Zeit nicht, aber jetzt erstmal. Also 1,7 Sekunden der Vorsprung vor hinter Louis, der Rückstand hinter Louis ermitteln. Jetzt haben wir erstmal die Bestzeit im ersten Sektor mit, also scheint wohl eine mega Verbesserung zu kommen. Ja, wir haben leichte Probleme mit dem Auto jetzt gerade auf der Strecke. Also der rutscht mir gerade ein bisschen sehr. Status Teamkollege.
Wir im letzten Sektor ein bisschen was verkackt. Jetzt kommen wir hier nicht zum Stehen, so wie ich das gerne hätte. Es sind 1,7 Sekunden. 22,5 wird da ja momentan gefahren. Also müssen wir nochmal nachlegen. Es kann, wird wohl ein mega Abstand da hinten sein. Ja, die Frage ist, wie weit geht es für uns da vorne? So weit ist es nicht. Das ist das Problem. Es wird nicht reichen. Dritter. 8 Minuten noch. Und es ist wieder, sind wieder die drei jetzt zusammen, die eigentlich immer zusammenstehen. Hamilton vorne auf der Pole. Hamilton auf der Pole. Verstappen auf 2, wir auf 3. Also das ist genau die gleiche Reihenfolge wie in den letzten Rennen. Wir haben noch 7 Minuten. Fahrer vor mir. Verstappen ahead. Their best lap time is a 1 minute 23.1. Vielleicht können wir den noch kassieren. Nein! Nein! Der hat mir die Runde gestrichen. Oh, das ist doch nicht jetzt super. Mann. Da streicht der mir die Runde. Du hast eine Chance auf dem zweiten Rang und den. Im letzten Kurve. Ja, es war ein Cutten. Es war ein Cutten. Also es ist nicht... Es ist zu Recht tatsächlich. Und es streicht mir trotzdem die Runde. Muss ich sagen, ist okay. Alles ist gut. Ah, Mann, ärgert mich das gerade so ein bisschen. Also müssen wir nochmal raus auf die Strecke. Die Frage ist, kriegen wir heute nochmal ein Stück trockene Strecke oder müssen wir nochmal ran? Ja, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Den hätte ich gerne mitgenommen. 6 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mal so ein. Ja, mager. Jetzt müssen wir nämlich hier von die Box zurückschleichen. Gut, dass diese Strecke nicht allzu lang ist. Weil es ist jetzt noch diese Rechts-Links-Kombi. Dann gibt es noch die Haarnadel jetzt gleich. Und dann geht's zurück in die Box. Eine lange Gerade und dann geht's zurück in die Box. Und jetzt schleicht sie gleich mit 150 über die lange Gerade. Oder 50, 160 über die lange Gerade. Geil. Aber die Frage ist, können wir dieses Bild gerade so ein bisschen mal ändern? Momentan, also gleiche Reihenfolge wie in Australien, gleiche Reihenfolge wie in Bahrain momentan. Jetzt auch hier in Kanada. Hamilton auf Pole vor Verstappen und wir. Das sind die ersten drei. Ah, das ärgert mich gerade. Jetzt ärgert mich gerade. Ja, es war eine Chance, auf Platz 2 zu schieben. Weil der Vorteil wäre, mit einem Auto, wenn wir nicht noch ein Auto dazwischen hätten, das Ding ja, uns ein bisschen absetzen zu können. Oder uns ein bisschen dazwischen setzen zu können. Jetzt müssen wir nämlich natürlich wieder ein Auto holen, aber... Mann! Wurmt mich das gerade so ein bisschen. Das wurmt mich gerade ein bisschen, ja. Das, was ich meine. So, ab nochmal auf die Strecke. Ja, es wird nicht... Es wird leicht trocken. Also, wir haben nochmal einen... Ja klar, ich versuche nochmal ranzukommen, ne? Ich will nochmal rein. Ich will dieses gewohnte Bild voll verändern. Wieder nur drei. Jeder nur Platz 3. Das ist der Stand mit drin. So, 4 Minütchen noch. Vielleicht noch 2 Versuche. Oder gibt es da nochmal ein paar Überraschungen? Ich glaube, so groß ändern kann man jetzt auch nicht mehr.
Ich fahre ja bewusst mit dem Truckzeller, weil wir ja... Ja, wie gesagt, schauen. Aber es fühlt sich jetzt gerade schon gefühlt schon wieder ein bisschen trockener an auf der Strecke. Es ist trockener geworden, definitiv. Also wie gesagt, wir sehen jetzt... Es geht gleich weiter mit dem Rennen. Für euch morgen, gleich für mich noch weiter mit dem Rennen. Es sind immer 18 Runden nur so nebenbei. Also das, was ich zuerst gesagt habe. Ich hatte zwischen 18 und 20 Runden gedrückt. Klar, weil die Strecke relativ kurz ist. Wenig wie in Brasilien zum Beispiel. Aber da sitzt mich immer noch raus. Ungarn, genauso. Auf Italien sind es auch, glaube ich, 21 Runden. Aber ist egal. Kümmere ich mich nicht jetzt drum. Da kümmere ich mich jetzt erstmal, oh, hier, dieses Bild da vorne einfach mal zu erinnern. Wie gesagt, wir haben es in Australien gehabt, wir haben es genau in Bahrain gehabt, wir haben es jetzt auch schon wieder. Diese erste Dreier. Hamilton, Verstappen und dann wir. Das sind die ersten drei. So, gib ihm. Vollspeed. Ich will diesen Pole haben. 2 Minuten 50 noch. Ja, vielleicht haben wir noch mal ein bisschen Dusel haben noch zwei Versuche. Ja, wieder leichter Quersteher. Das ist ja super, dass jetzt genau die Autos davor sind, die... Oder ob überhaupt die Autos davor uns sind. Ah, die Frage ist, kann Hamilton nochmal nachlegen? Weil er jetzt auf der Strecke ist. Das ist halt Sektor 1. Das erste Mal haben wir ein bisschen mitgenommen. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Jetzt haben wir den George Russell da vor uns stehen. Der hat jetzt uns übelst im Weg stehen könnte. Die Frage ist, macht das? Ja, scheiße, super. Genau das ist genau das, was ich meine. Du bist auf der schnellen Runde und die scheiß KI, die bleibt auf der Ideallinie steht. Hau doch mal ab jetzt endlich, Mann. Warum muss man auf der scheiß Ideallinie rumschleichen? Sowas geht mir auf den Sack schon wieder. Du bist auf einer absolut schnellen Runde und die KI, die bleibt stur auf der Ideallinie. Das in der Outlap, weißt du? Weil es wird jetzt... Es hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Das heißt, ich muss nochmal einen neuen Versuch... Nochmal einen zweiten Versuch setzen. Das ist mal nicht tragisch, aber... Der nächste, der mir jetzt im Weg steht, ist der Kwiat. Und wieder ist in Zeit gestrichen. Es wird nur Platz 3 werden, wahrscheinlich. Diese nächste Runde ungültig, die Runde ist durch. Das heißt, wir haben noch dritten, müssen sogar noch einen dritten Versuch setzen. Weil die Runde ungültig ist. Och, Mann. Ernsthaft, nimmt der... Och, Mann, schleicht doch nicht da auf der Ideallinie. Sowas. Also, meine, der ist auf dasselbe auf der schnellen Runde. Ich komme nur nicht vorbei jetzt gerade. Die Runde ist ungültig. Diese nächste Runde ungültig. Ich kann jetzt auch nicht da reindrücken, mich, weil das ist es halt. Die Runde ist durch, das war's. Na, Pech haben wir keine. Ich muss natürlich jetzt komplett auf Mager runterstellen, damit ich einfach ein bisschen Benzin spare und dann jetzt nochmal ein bisschen Gas gebe. Ich will die Runde. Will die Pole, aber das wird nichts. Es wird wieder nur Platz 3 werden in Australien. Auch im nächsten Rennen. Just 30 seconds left in the session. Vielleicht haben wir mit ein bisschen Glück da. Haben wir Glück. Weil denen die Runde weggenommen wird. Das war's. Das wird sich, hat sich kein Deut geändert. 12 da nur. Da haben wir... Oh Mann. Können wir uns die Runde geklaut. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Verstappen und Sebastian Vettel. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also, auf gar keinen Fall vergessen, einzuschalten. Ey, du fährst 3 perfekte Trainings und kriegst es dann am Samstag. Samstags nie auf die Backe. Das dritte Rennen in Folge, keine Pole. Aber weil er uns die Runde gestrichen hat, sonst wären wir wahrscheinlich ein ordentliches Stück nach vorne gekommen. Weil da wäre man, Pole wäre wahrscheinlich eh nicht gewesen, weil die Zeiten sich verbessert haben, aber es reicht nicht. Erst steht uns der Russell im Weg, dann steht uns der Kwiat im Weg. Die schleichen uns da auf der, also Russell vor allem, die verstehe ich nicht. Wie gesagt, der fährt auf der Outlap und schleicht auf die Ideallinie rum. Und die bleibt stur auf dieser Ideallinie. Ich bleib stur auf der Ideallinie stehen und sagt und geht dann nicht weg.
Warum sollte man auch weggehen? Naja, es ist halt nur Platz 12. Das ärgert mich gerade so ein bisschen, weil es wäre möglich gewesen, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Jetzt müssen wir es irgendwie aus dem Rennen rausrichten. Oh Mann, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ja, damit ist der Sieg weg und damit wahrscheinlich weg. Ich weiß nicht, wie viel schneller das Auto sein wird auf dieser Strecke. Gut, wenn wir es schaffen, ein, zwei Sekunden schneller sein pro Runde als die Konkurrenz, ist es theoretisch möglich, das Ding nach Hause zu holen. Aber nun ja. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Pech im Qualifying. Ja. Das ist zwar nicht ideal, aber am Samstag gibt es noch keine Punkte. Kühlen Kopf bewahren und im Rennen richtig durchstarten. Versuchen wir es. Wir sehen uns wieder morgen in Kanada beim Rennen und versuchen uns irgendwie von Platz 12 aus so weit wie möglich nach vorne zu richten. Bis dahin und tschüss.